Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ratchet Gladiator. Und wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben, als wir den Ausschlachter irgendwie ganz knapp besiegt hatten. Und ja, genau. Wir machen jetzt erstmal hier die Dreadzone-Mission zu Ende, die es hier gibt. Hier gibt es ja noch so übrig geblieben, ne, bei der Killerkuppel, glaube ich. Und die machen wir jetzt erstmal, bevor wir zum nächsten Planeten fliegen. Ihr kennt mich doch. Ich muss hier der Dreadzone-Herausforderung beschreiten. So, give me that. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch so ein... Wow. Wir haben hier von Anfang an noch ziemlich viel zu erledigen, sehe ich gerade. Das Mühlrad zum Beispiel. Dann machen wir das einfach mal. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe die Beschreibung jetzt nicht gelesen. Runden, 10 Stück, okay. Ratchet muss Angriff um Angriff tödlicher Feinde überstehen. Okay, das sollte ganz einfach sein, ne? Wir sind das Töten ja quasi gewohnt. Und im Hintergrund läuft auch gerade diese super geile Mucke, Grist for the Mill, was ich besonders geil finde. Und schade, dass die Menü nicht einfach weitergeht. Jägerminenwerfer, ihr müsst Level Up kommen. Lalala, Level Up. Okay, gut. So, Jägerminenwerfer, ihr wollt doch sicherlich noch ein Level Up, oder? Tja, aber nicht in diesem Fight. Wir brauchen nämlich viel zu viel EP dafür. Den fettfreien Grill, den nehme ich. Nur zur Erinnerung, morgen ist Tritt deinem besten Freund in den Hintern Tag. Und für alle Teilnehmer gibt es kostenlos Popcorn. Aha, cool. Söhchen, Popöchen, das ist die 9. Runde von 10 und jetzt kommt auch schon die 10. Runde. Hooray! So, Moment, wo sind die Gegner? Meine Bots machen die schon fertig, kann das sein? Ich muss selbst fast gar nichts machen. So sieht's nämlich aus. And? Aha, okay, hier geht's weiter und hier der lange Schlaf. In unserer beliebtesten Schlacht rettet sich sogar die Luft gegen den Kandidaten. Achso, das ist Schlafgasrunde quasi. Aber tödliches Gift zum Einsatz. Da verlieren wir die ganze Zeit kontinuierlich ein HP. Aber hier gibt es, glaube ich, immer genug Kisten, sag ich mal, die einen aufreschen können. Ich spreche von der Gasrunde, in der Ratchet alle Feinde besiegen muss, bevor er den giftigen Dämpfen zum Opfer fällt. Du hast schon gedacht, ich würde hier rumblähen, oder was? Oh, Baby, ich liebe diesen Geruch. Okay. So, drehen wir uns einfach mal um und gucken mal, was es hier sonst noch an Gegner zu besiegen gibt. Gar nicht mehr so viele. So sieht's aus. Ach, das hast du bestimmt schon zum 100. Mal gesagt, aber das ist ja auch egal. Ja, besieg einfach den Ausschlachter. Oder besiegt mich, genau. Ich bin jetzt der neue Super-Exterminator hier. Quasi vor Ice Hardlight. Ice Hardlight ist ja immer noch der Beste. Aber ganz knapp dahinter stehen ja wir schon. Und ihr macht die platt. Oder soll ich die jetzt platt machen mit meiner Skorpion-Peitsche? Okay, bam. Bam. Herausforderung beendet. Okay, dann geht's ab zur nächsten Mission. Okay, wir machen dann einfach mal perfekte Chromverkleidung. Ohne einen Treffer einzustecken. Okay. Die dürfen sich einmal packen lassen, sonst haben wir verkackt. Ah, ich mag sowas nicht. Dieser Herausforderungsmodus ist brutal, Kurnita. Unser Kandidat muss alle Feinde beseitigen, ohne auch nur einen Kratzer abzukriegen. Ja. Und das ist gar nicht mal so schwer, glaube ich. Das geht eigentlich. Ich glaube, hier kommen ganz halt nur so Billiggegner. Okay, okay, was heißt Billiggegner? Da kommen jetzt auf einmal solche Laserteile und das finde ich jetzt gerade gar nicht mehr witzig. Denn die können uns einmal wirklich einmal treffen, dann sind wir kaputt. Und das wäre nicht gut. Gar nicht gut. Hilfe! Schützet mich von den Gegnern. Bitte Kugeln, schützet mich. Ich war doch, ich bin doch noch viel zu jung zum Sterben. Richter? Oh Mann, diese Typen sind heiß. Hast du das gespürt, Juanita? Ja, habe ich. Nein, ich bin ja nicht Juanita. Stimmt. Oh, sorry.
Ich wollte doch nur einmal ein Mädchen sein. Wah! Wah, wah. Echt, wirklich? Ich will da jetzt aber ganz gerne hin. So, die Laserteile, die haben mich bisher zum Glück noch nicht getroffen. Aber wer sagt, dass sich das nicht einfach ändert, ne? Wer sagt das? Du, da oben, geh kaputt. Yes! Wir haben es geschafft. Nice one. So, dann gibt es hier ganz persönlich. Jeder Gladiator kann mit unbegrenzter Feuerkraft eine Horde Killerbots besiegen. Ah ja, keine Ahnung. Ist doch egal. Wir machen es einfach. Dann wollen wir mal. Der Schlachter von Bogon wird es diesmal nicht leicht haben, Juanita. Er geht nur mit einem Schlüssel in diese Runde. Autsch. Aber auch mit dem Schlüssel bin ich mächtig genug, Leute. Das lasst euch gesagt sein. Auch wenn ich hier gerade wahrscheinlich verkacken werde. Aber trotzdem. Moment, kommen da jetzt richtige Gegner raus? Nein, da kommen nur kleine raus. Ah! Doch nicht nur kleine. What the? Stirb. Hilfe. Kann ich eigentlich meinen Schlüssel werfen? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Aber das bringt mir gar nicht viel. Du Laserteil, du bleibst mal ganz geschmeidig hier, ja? Also ich habe keinen Bock auf dich. Du machst mir gerade wahrscheinlich zu viel Damage dann in dem Moment. Ich werde dich gleich kaputt schießen. Okay, jetzt kaputt hacken. Wie er fliegt, wenn man ihn damit angreift. Nein! Autsch! Stirb! Stirb! Oh yeah! Ey, Moment, ihr sollt mich nicht alle auffressen. Ich brauche ein bisschen Freiraum hier. Bitte ein bisschen Platz machen. Bitte ein bisschen Platz machen. So, hier gibt es ein Leben. Gratis sogar. So, was macht diese komische Faxengeräusche? Ihr? Hallo? Ach so, von oben. Okay. So, irgendwo kommt bestimmt noch der andere Dicke daraus, ne? Ah, da ist er ja schon. Hier. Ich mache mit dir ein bisschen Party. Party. Tschüss, hau rein. Wir sind in der 8. Runde. Naja, wir sind jetzt in der 9. Runde. Das ist super. Und du bist wahrscheinlich der Letzte, wa? Na, komm schon her. Und bam. Zusammen mit dem anderen da. Okay. Herausforderung beendet. So, was gibt's denn hier? Zombie-Angriff. Oh, Zombie-Angriff. Okay, dann machen wir das einfach mal. Gucken wir uns das an. Ah ja, okay. Wir haben hier ein Limit. Und wir haben hier Waffen rumstehen und wir können eigentlich nur die Waffen benutzen, die hier rumliegen, so das Verfahren. Okay, schon verstanden. Dann hole ich mir, glaube ich, jetzt gleich erstmal schon mal eine andere Waffe, denn die Doppelwiper reicht mir nicht aus, um ordentlichen Schaden zu machen. Hole ich mir die B6 Tilga, einfach nur, damit sie Level Up kommt. Lalalala, B6 Tilga ist Level Up. Okay, und von oben fallen jetzt ständig diese komischen Teile runter. Das ist irgendwie auch so ein bisschen komisch. Klammer nervig. Ach so, Moment. Das ist eine Überlebensrunde, checke ich gerade eben. Das heißt, wir müssen einfach nur überleben. Und ich mache gerade genau das Gegenteil. Bestimmt kein Pudel. Doch, wäre ich. Wäre ein Pudel, ganz genau. So, wer hat hier ein bisschen Leben für mich? Wer? Ah, okay. Irgendwo war eine Kiste. Die Bombe. Nice one. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwie so ein Bombending explodieren lassen und Gegner da mitgerissen werden, dann bam, badam, kriegen wir diesen geilen Zielpunkt, schätze ich mal. Da, hier, boom. Ach, ich mag die Waffe doch ein bisschen. Die B6 Silger, die geht schon ein bisschen ab. So, ich nehme mir einfach mal den Richter. What? 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 Meine HP, die ist gerade nicht gut. Nicht gut. Ja. Ich sage es nochmal gerne. Nicht gut. Schon wieder tot. Was heißt das denn? Wieso? Wieso? Was? 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 Nein. Nein, 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 nein. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Hilfe! Die schlachten mich. Irgendwie habe ich es gewusst. Irgendwie habe ich es ja gewusst. Weißt du? Da hat man wieder keine Waffe in der Hand, weißt du? Und dann kommen da irgendwelche komischen Zombies von der Seite.
Man ist nervös und abgelenkt von dem Dicken da, der vor einem steht. Oh, muss das sein? Jetzt mal im Ernst. Jetzt mal wirklich im Ernst. Ich habe diese Mission noch nie verkackt. Wie auch andere, die ich im Let's Play schon verkackt habe. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie bin ich gerade irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, woran es liegt. So. Kinder, probiert das nicht zu Hause aus. Geht lieber zu einem Freund. Genau, das ist die bessere Methode. Also ich sammle jetzt einfach nur ganz Zeit die Magma-Kanone ein, wenn die da hinten auftaucht. Ey, das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung. Beste Waffe ever. Gefällt mir so sehr. Und gibt's hier wieder die Waffe? Nein. Noch ist sie nicht da, aber so lange kann ich mich mit der Doppelwiper austoben. Das Darkstar-Team ist in guter Verfassung. Ja. In ziemlich guter Verfassung. Oh, da ist ja wahrscheinlich auch meine Magma-Kanone. Hurra! Die nächste oder übernächste Mission ist aber ziemlich lustig, kann ich euch sagen. Und da gibt es auch eigentlich auch so einen kleinen Trick, wie man da am meisten Kohle drin macht. Erläutern kann ich den schon. Aber machen kann ich den, glaube ich, noch nicht. Das ist das Problem. Gucken wir erstmal. Ich mache erstmal die Gegner platt und dann schaue ich erstmal. Maximale Nanotech ist gestiegen. Sag mal, haben wir nicht eigentlich verhältnismäßig wenig Nanotech dafür, dass wir eigentlich schon ziemlich weit im Spiel sind? Ich glaube, man kann ja ohne durchzuspielen 100 Nanotech haben, oder nicht? Oder nur 50? Wow! Gänsehaut! Dachte, ich bin jetzt schon wieder tot, aber das ist zum Glück irgendwie keine richtige Lava, sondern teleportiert einen immer nur zurück. Yeah! Wir haben es geschafft. Nice one. So, Heavy Metal. Nein, das ist noch nicht die übernächste. Ist verbunden mit dem Bolt-Trick. Und wir müssen hier wieder sechs Runden überleben. Okay. Das lese ich nicht vor. Wer schreibt denn diese Texte? Bist ein Tippfehler und mit korrekter Grammatik hat das auch nichts zu tun. Und wo ist mein Mittagessen, ha? Irgendwie kann ich die ganze Zeit EMI-Angriffe machen. Was ist da los? Was muss ich irgendwie machen? Was soll ich mit den Stangen machen? Check ich jetzt gerade nicht. Ach so, vielleicht kommen da gleich Elektrofelder hin und ich muss sie einfach mit dem EMI-Angriff deaktivieren. Kann ja auch sein. Vielleicht habe ich es jetzt verstanden, vielleicht aber auch nicht. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Dreadzone begann, als sich zwei Männer um einen Pfannkuchen stritten und der Rest ist Geschichte. Okay, und meine Muni ist auch Geschichte. Und wir haben nicht mal die erste Runde fertig. Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz. Moment mal eben. EMI-Angriff. Muss ich doch irgendwie auf alles EMI machen, damit die nächste Runde kommt? Ich nix raffen gerade. So, jetzt sind wir bei Runde 2. Das ist schon mal besser so. Wie kann ich jetzt irgendwie aktivieren die Teile oder? Keine Ahnung. Nee, irgendwie weiß ich es gerade. Wirklich nicht. Irgendwie total out of brain. Wir benutzen einfach mal den Richter ein bisschen. Lalala, der Richter ist Level Up. Und macht wieder 200 mehr Schaden. Yeah. Guck mal hier. Bam, in your face. Oh ja. Selbst die Skorpionteile haben dagegen keine Chance. Die Skorpionteile? Wie heißen die nochmal? Lava-Dinger da? Nein. Moment, ich komme nicht auf den Namen. Nein, komme ich nicht. Ich habe. Ach, nein, nein. Landpirscher war das Gerät. Weiß ich gar nicht mehr. Scheiße. Das Beste am Apfelstrudel ist die heiße Soße und Ratchet ist heiß. Oh ja, ich bin richtig heiß. So. Und meine Magma-Kanone ist auch gleich ziemlich heiß. Und zwar Level 10. Scheiße. Bam. Bam. Und bam. Und bam. Und noch mehr bam. Ich liebe den Skorpion. Wenn wir mehr Leben hätten, weil so ist das ziemlich riskant, immer damit umzugehen. Komm schon, also hier, bam. Und bam. Wow, wow, wow. Da hat mich einer ziemlich gut getroffen, das fand ich jetzt nicht gut. Kommt doch her, Zombies, kommt doch her.
Hm? Du willst auch noch eine Runde? Okay. Oh, ich habe keine Muni mehr dafür. Schade. Dann nehme ich die Doppelwiper, oder? Ja, ich nehme aber mal die Doppelwiper. Kann ja nicht schief gehen. Außer die treffen mich einfach nur. Was immer ziemlich naheliegend ist, wenn man die Waffe benutzt. Da die Waffe schwach ist. Wow, 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 wow. Sekunde mal. Das ist mir zu übertrieben. La 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 la. Vulkankanone ist Level Up. Und zwar auf Max Level. Weiter können wir die nicht leveln bisher. Erst wenn wir das Spiel durch haben, dann geht das bis Level 99. Lol, oder? Aber das geht ziemlich, ziemlich schnell. Moment. Doppelwiper, oder? Kriegt wahrscheinlich ziemlich viel EP für solche Mobs, für solche großen. Urlaubsgeld, aber la 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 la, Schmelzgewehr ist Level Up. Da, du da oben, du bist gleich platt. Und du bist platt, Tatsache. Bam. Moment mal eben. Wir machen die Gegner ja auch mal platt. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Und irgendein Bot ist kaputt. Bot, leb dich wieder. Wow, wow, wow. Wie viele Gegner hier auf einmal rumbrennen. Hier. Viel Spaß mit meinem Minenwerfer. Viel Spaß damit. So, kommen wir jetzt nicht automatisch in Runde 6, weil wir so cool sind und alles so schnell weggebombt haben. Nein? Oh, schade. Was ist das? Was ist da los? Was ist das? Es macht mir Angst. EMI-Angriff. Okay. Das gleiche mache ich einfach mal hier dran. Das gleiche mache ich dann auch da dran. Ich habe ja keine Ahnung, was die Teile machen. Was machen die Teile denn? Nicht, dass sie gerade irgendwie so einen Laserstrahl irgendwie aufladen und der mich gleich irgendwie umbringt oder so. Da hätte ich auch wenig Bock drauf. Das Darkstar-Team lässt sich nicht aufhalten. Ich mache die Teile schön kaputt und irgendjemand macht die wieder heil, Leute. Das verstehe ich nicht. Wow, what the fuck? Chill mal eine Runde. So, du bist der Letzte da hinten, hoffe ich. Geh kaputt. Die ganze Zeit. Bam, wir haben es geschafft. Ich kann mich irgendwie an die Runde nicht erinnern, aber okay. So, schauen wir nochmal, ob wir das nicht doch machen können mit diesem komischen Trick. Gibt es hier gar keinen Shop? Nö, gibt es hier nicht. Schade, irgendwie. Keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal Endzone. Ja. Nein, mache ich nicht. Ich gucke erstmal doch, ob es da ist. Es kann ja sein, dass wir das doch schon haben. Aber ich glaube nicht. Die Bolt-Modifikation. Bolt-Modifikation. Der Verbote, das ist die beste Waffe, die es hier gibt. Ist so ähnlich wie Rida. Okay. Und hier können wir erstmal ein Schlüssel-Upgrade machen. Warte mal, Gehirnwäsche gibt es hier so. Ich glaube, diese Umwandlungsteile, also ich glaube, das, was man in den Waffen reinbauen kann, also sowas wie hier Alpha-Modifikation, hier zum Beispiel gibt es hier die Jackpot-Modifikation, die packt man einfach dann, wenn man sie kaufen kann, dann kauft man erstmal alle, damit voll, tut einmal Muni rein, glaube ich, und ansonsten ganz halt nur Bolt-Modifikation. Und wenn man das Spiel ja durch hat, dann kriegt man immer diesen mal 20 Bonus. Und wenn man dann bei Endzone die Teile der ganze Zeit hinschmeißt und die das zerstören, könnt ihr pro Runde locker irgendwie 3 Millionen Bowls machen. Und ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal sagen. Dann machen wir einfach mal noch kurz diese Endzone-Runde und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann machen wir die letzten beiden hier und dann gehen wir weiter zum nächsten Planeten. So sieht's aus. So, wir haben hier ein... Jetzt kommen die Fußballschwärme. Um zu gewinnen, muss Ratchet Schwärme angreifender Feinde daran hindern, die Torzone zu erreichen. Genau, so sieht's aus. Wir haben hier eine Zeit, die wir aushalten müssen. Und in dieser Zeit dürfen die Gegner nicht... dürfen keine 100 Gegner durch das Tor gehen. Und das Gute einfach darin ist, mit dieser Bolt-Modifikation kann man hier einfach überall die Teile hinschmeißen. Die zerstören alles und man bekommt endlos viele Bowls. Echt, das ist so nice hier.
Und was mal, du willst mich abballern? Das finde ich aber gar nicht nett. So. Schwer ist die Mission jetzt auch nicht. Also, verkackt habe ich sie zumindest noch nie. Manchmal kommen vielleicht ein, zwei Mobs durch, wenn man nicht ganz so drauf achtet. Aber ansonsten, ja, passt das. Ich wüsste gerne, wie Ratchet in diesem Anzug aufs Klo geht. Ja, das wissen wir doch alle gern. Keine Ahnung. Wieso fragst du dich überhaupt sowas? Ich hätte mich sowas irgendwie gar nicht gefragt. Na okay, wobei, ich bin eigentlich immer der, der irgendwie immer solche dummen Fragen sich selbst stellt. Irgendwie, ja, wie soll er das denn das machen bei Filmen? So, immer die Logik so, hä, das ist doch wohl nicht logisch und so. Aber, ja, egal. Moment, ist gerade die Waffe Level abgegangen, ohne dass ich mein Lalalala gemacht habe? Scheint so irgendwie, ne? Bam, Skorpion, du klatsch erstmal die Mobs hier oben, warte mal. Mobs spawnen hier doch gleich, also kann ich auch schön nach links und rechts ganz halt meine Keule hin spammen. Dann sollte ja alles kaputt gehen eigentlich, oder? Theoretisch. Theoretisch. Theoretisch ist wirklich theoretisch. Du da hinten, du wolltest ja einfach durchgehen, habe ich genau gesehen. Moment, willst du etwa durchgehen? Okay, so. Jetzt kommt ihr mir alle ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Geht mal alle eine Runde weiter weg nach hinten, ey. Muni bitte. So, ich laufe einfach mal hier quer durch, dann kriege ich einfach wahrscheinlich neue Muni schon dazu. Ja. Yeah. So, wir müssen noch 40 Sekunden aushalten und dann haben wir es hier geschafft. Keine Muni mehr dafür. Okay, dann Minenwerfer-Power nochmal. So eine Troller-Lol-Spam-Waffe. Ohne Scheiß. Richter? Lalalala. Bam. Und bam. Und geschafft. Natürlich. Wie soll es anders auch sein? Herausforderung beendet. So, und die nächsten beiden Missionen, die machen wir einfach mal im nächsten Part, Leute. Und ich sage bis dahin einfach mal bis zum nächsten Mal.